Und dann gibt es noch mal etwas, was eigentlich spannend ist in der Firma. Wir haben jetzt beides über statische Sachen geredet. Also wie viel ist sie wert im Vergleich zu der Größe und wie sicher ist sie finanziert. Wir haben noch nicht darüber geredet, wohin bewegt sich die Firma. Oder? Ja, Entwicklung in dem Sinne. Die Entwicklung, oder? Und es gibt Firmen, oder, die gehen von oben runter und es gibt Firmen, die gehen von unten runter. Da gibt es Firmen, die sind einfach horizontal. Und auch das lässt sich beurteilen. Man kann schauen, ob etwas passiert bei einer Firma. Wir schauen zum Beispiel darauf, wächst die im Umsatz? Also ist sie gewachsen bis heute in dem Fall? Genau, ist sie gewachsen. Ja. Jetzt ist es so, je nach Wirtschaftszyklus wachsen die einen Firmen und die anderen nicht. Das heisst, wir machen wieder das Gleiche. Wir tun das Wachstum mit branchenähnlichen Firmen vergleichen. Oder? Das heisst, es kann gut sein, dass du ein gutes Wachstumsrating bekommst, wieder den gleichen Perzentilrang, auch wenn es runtergeht, weil du vielleicht weniger schrumpfst. Okay, ja. Ja, richtig. Oder gerade beim Aktienkurs kann es ja sein, dass die ganze Börse runtergeht. Aber die weniger runtergehen, die haben immer noch mehr Dynamik als die, also ja, positive sind oder weniger. Sind. Ja, sind immer noch besser. Mhm. Also wir schauen das Umsatzwachstum relativ an zu den Peers. Wir schauen das Gewinnwachstum an, auch relativ zu den Peers. Mhm. Zu den Vergleichsunternehmen. Wir machen das Rating für beide Sachen. Und wir schauen dann auch den Aktienpreis an, die Aktienrendite. Ist das eine, wo eher gut geht? Und wenn all diese Sachen schauen, und wir nehmen das alles zusammen im Wachstumsrang, dann merkt man, es ist eine Firma, die eher sich Richtung oben, Richtung Norden bewegt. Und wenn alles eben unterdurchschnittlich ist, unter 50, oder, dann merkt man auch deutlich, dass sie eher sich in einem schlechten Wachstumsverhältnis befindet. Ja.